Tauchen können wir gleich auch noch. Ach, hier wieder er. Alles klar. Einer Freundin von mir wurden ihre Sachen in der Wüste gestohlen. Der Dieb lief davon, doch ich weiß, wo er ist. Erteile ihm eine Lektion. Du kannst alles behalten, was er bei sich hat. Alles klar. Schöne Ware, halten zum Verfolgen. Ups, das ist gar nicht mein Pferd. Okay, naja, jetzt scheinbar gerade schon. Wo ist denn die Quest, bitte? Identifiziere und töte den Dieb. Echt jetzt? Das ist schon wieder nur einer. Diese Zone ist tabu. Oh, doch nicht. Scheiße. Ich hab dich. Hallo. Dein Ernst? Ja, dann nee, im Haut, obwohl ich anvisiert habe. Das ist wirklich wie Dark Souls. So. Natürlich fällt er ins Wasser. Müssen wir hinterher. Wir müssen ihn looten. Zack. Gestohlene Ware. Wir bekommen Kopfschmerzmittel. Legendäre schwere Keule. Die werden wir sowas von anlegen. Club-Herausforderung abgeschlossen. Oh, warte, steht da noch? Klassische Herausforderung abgeschlossen. Jetzt geht's zur Sache. Ja, easy. So, hier, zweiter Platz. Eine legendäre ist es, ne? Legendäre, ja. Eine legendäre Keule, da bin ich doch am Start, nicht doch. Noch jemand hier, der gerne meine Keule testen möchte? Oh, 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 ein Freiwilliger. Hallöchen, mein Junge. Kennst du den schon? Auf 400 Damage pro Schlag ist schon mal eine Ansage. So, aber mehr muss ich hier nicht tun, oder? Das war nur das. Hier irgendwo ist noch ein Schatz? Ich check ihn nicht, in die Richtung. In die Richtung, in die ich gucke. Schneller bist du ja! Was willst du denn? Komm her. Wer geblockt hat? Lol. Das war ich nicht selber, das hat der gemacht. War es echt nicht. Das Schiff da hat noch eine Person, lassen wir kurz töten. Einfach nur bei Darin. So. Ich mal kurz hin, der schläft. Tschüss. An sich, wir haben jetzt hier so gut wie alles getötet. Wir können jetzt diese Quest annehmen. Dann müssen wir nur kurz die Tote bestätigen, je nach... Ah, wobei. Nee. Ach ja, vorhin war es ja auch noch voll weit weg eigentlich. Nicht, dass wir dann jetzt irgendwie an Arsch der Welt sollen. Rächen wir diesen Jungen mal nicht. Oder diese Frau. Wer weiß. So, Dille. Hier ist ein Schatz. Und den hätte ich gern. Tag, die Herren. Tauche ich mal durch. Ein Schild. Ich behalte aber noch unseren. So. Guck mal, hier war ein Schatz, obwohl hier nichts angezeigt ist. Warum ist es manchmal so? Es gibt einfach so random Schätze. Ist hier jetzt noch irgendwas? Ja, komm, lass halt machen. Hier ist dann noch eine Quest. Ah, lass den Jungen mal rächen. Vielleicht haben wir ja doch Glück. Und wir müssen wieder nur tote NPCs bestätigen. Ey, shit, tauchen müssen wir dann ja eh noch. Können wir eigentlich gleich verbinden, ne?
Und dann gleich die Quest umschwanken. Darf ich mir mal kurz für diese paar Meter dein Boot leihen? Die Götter lieben großzügige Seelen. So sieht das aus. So, mal drehen. Let's go. Oh, wenn man Gummi gibt, ist mit Lenken aber vorbei. Ja, ich weiß. Du bist ein ganz netter junger Mann, bist du. Jetzt lass mich mal kurz zu dem Jungen hier. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Welche Abares 666. Und 294 Meter in die Richtung. Da ist der gestorben. Willst mich verarschen? Aber nochmal mache ich das nicht. Ganz sicher nicht. Aber da war eh noch ein Schatz beim Turm. Dann können wir den gleich holen. Aber wie durch das ist, weißt du? Die Leiche... Ja, vielleicht wurde die Leiche ja von da ins Meer geworfen. Was ist denn da? Eine Seekuh? Die Hyäne? Ein Huhn? Oh, warte, ich bremse kurz ab. Ich will dein Boot nicht kaputt machen. Da ist es wieder. So, was hat dich hier getötet? Ist das der Fehlerketteil? Ne, ist eine Wache. Diese Wache hat ihn getötet? Wow. Das sind halt immer easy EP so, ne? Muss man sagen. Aber trotzdem irgendwie annoying. Da laufen wir mal kurz zum Leuchtturm runter. Da müsste nämlich noch irgendwo ein Schatz sein. Dann machen wir die Hauptquest, dann nehmen wir die eine Nebenquest noch an und dann haben wir hier die Ecke eigentlich fertig. Aber da ist auch noch eine Quest. Wilderritt, ja gut, dann weiß ich, was das für eine Nebenquest ist. Die haben wir dann... Achso, guck mal, hier ist jetzt auch noch eine. Da müssen wir natürlich auch drauf achten, wenn wir Quests gemacht haben, dass wir andere Quests freischalten können. Das heißt, selbst in den Gebieten, in denen wir der Meinung sind, schon alles gemacht zu haben, kann da nochmal irgendwas kommen. Jetzt Batman. Jetzt really, really Batman. So, let's go. Da darf ich also nicht rein. Oh, der Schatz ist wohl auch eher draußen. Jawohl. Klick, klick, klick. Klick, klick. So, und den nehmen wir. Doppelschwerter. Dieser kleine Rennbetrug, den wir abziehen, macht sich wirklich bezahlt. Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Hier ist sein Anteil. Aha, Rennbetrug. Herstellung verfügbar. Was denn? Der Köcher, jawohl, endlich. Zack, ist der Köcher auch blau. Wir können mehr Pfeile tragen. Sehr geil. Sehr geil. Gucken wir nochmal bei Ausrüstung. Ja, es sieht schon am coolsten aus, was wir gerade anhaben. Wir können auch mal was kaufen, ne? Aber ich will da irgendwie nichts für ausgeben. Ganz ehrlich. Werden wir mal kurz die Hauptquest auswählen. Die Hauptquest. So. In die Richtung so und so viel Meter. Hier ist noch ein Bötchen, nehmen wir das mal. Hopp. Voll in den Rückwärtsgang. Da bräuchte auch jemand... Upsala. Da bräuchte auch jemand Hilfe bei einem Tierangriff. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht rechtzeitig. Aber wie weit ist denn das entfernt? Das ist das Fragezeichen, ne? Dann let's go. Wir versuchen es. Zu spät. Hat sich erledigt. Da haben wir ein Ziel lokalisiert, dann ist aber auch noch ein Fragezeichen. Was auch immer man da machen kann, werden wir machen. Odilis, ein Schatz. Da ist noch was. Zwei Schätze. Sehr nice. Drei Schätze? Was? Gesunkenes Serapium. So, let's go. Hier haben wir das gesunkene Schiff. Das ist aber schon ziemlich zerfallen.
Wann ist denn das gesunken? Vor 20 Jahren? Die verdammte Schriftrolle. Neck. Ja, so Neck. Da haben wir eine Seku. Wir können natürlich Angst davor haben. Oder... Oder ich töte sie einfach. So ziemlich easy peasy. Kollege, kannst du damit mal aufhören? Ich weiß, dass du mir helfen möchtest, aber mir immer wieder in den Weg zu schwimmen, ist nicht nett. Treibt da die tote Seku? Ja. Das Nilpferd. Schwupp. Schatz Nummer 1. Das ist Nummer 2. Ja, was ist denn hier gesunken, sag mal? Jagdbogen sieht aus wie eine Angel. Und ein leichter Bogen. Gebiet abgeschlossen. Let's go. Und Levelaufstieg. Jawoll. Können wir jetzt? Nice. So, jetzt looten wir die Gegner auch automatisch, wenn wir sie so töten. Sehr schön. Dann gehen wir die Quest noch abgeben. Level 18 sind wir. Wegen Bogen wollte ich jetzt gerne nochmal gucken. Wobei, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit denen. Wir können 5 Pfeile tragen mittlerweile. Und hier haben wir sogar einen, der... Der Schaden dürfte eigentlich nicht machen, ne? 228. 256. Kommt aber nah dran. Und damit haben wir 18 Pfeile. Machen wir mal einfach. Aber der andere ist schon ziemlich geil. Also der Raubtierbogen... Also die Raubtierbögen, ja, die sind schon ziemlich geil. Wenn man nur auf Bogen spielt, kann ich mir vorstellen, dass Kriegsbogen auch seinen Zweck erfüllt. Wenn man halt quasi zwei Bögen tragen kann. Einen für Range und einen für Melee. Aber weiß nicht. Dann müsste ich mit Maus und Tastatur spielen und da ist die Steuerung total vercrackt. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Okay. Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte... schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketei von Alexandria getötet habe. Gennadios. Gennadios? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Hab ich nicht schön eingepackt. Apollodoros Anwesen. Was? Dieser ganze Ort hier ist sein Anwesen? Irgendwann willst du mich eigentlich verarschen. Kommst du vielleicht so mit? Nein, Joel! Oh, bleib mal hier drüben. So, komm jetzt rüber hier. Los! Ptolemäus, Apollodoros. Ja. Ja, tschüss, ich gehe dann jetzt, ne?
Ja, ist er echt so blöd oder tut er nur so? Kommst du jetzt? Ich schwöre dir, ich versenke jetzt das Boot. Let's go. So, komm, so schaffst du es, oder? So schaffst du es zu mir, komm, let's go. Na, danke. Junge, diese KI in diesem Spiel, Mann, die ist richtig auf den Kopf gefallen. Sondern du nimmst den langen Weg, ich kletter hoch. Tschüss. Folge Apollodorus zu Elopa. Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Aya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Okay. Fang mich! Komm her zu mir, ihr beiden. Ja, ich versichere mich mit ihrem Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachtragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. Wow. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ah, Pascharemta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Heodorus war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben, im allerheiligsten Gizeh, hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht.
Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Eodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen. Klassische Herausforderung abgeschlossen, die Schönheit Ägyptens. Kleopatra lebt also so, dass sie gerne Leute vernascht und dafür den Tod nimmt am nächsten Morgen. Dazu enthalte ich mich einfach mal. So. Sieht alles in allem sehr gut aus. Hatten wir nicht noch eine Nebenquest? Wo sind wir jetzt schon wieder? Sind hier unten noch jetzt wieder so Quests, aber ich wollte doch nur die eine und jetzt ist da noch die anderen. Okay, pass auf, wir holen stattdessen jetzt einfach diesen Turm und dann beende ich die Aufnahmen. Aber warte mal, hier ist direkt eine Quest zum Annehmen. Oh mein Gott. Hier, da. Wo ist nur dieses Mädchen? Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruya, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe... Wie auch immer. Ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Das Wiese. Ja, es ist schön, aber... wie gesagt, habe ich hier eine Mission. Und zwar möchte ich kurz mal diesem Turm darüber. Robine? Robine? So, hier ist jetzt so ein bisschen sumpfig. Ich denke mal, nach 3 Stunden kann man die Aufnahmesession dann auch mal beenden. Da. Außerdem brauche ich für morgen noch eine Folge. Also, diese Aufnahmesession, die hier gerade stattfindet, findet statt, bevor ihr die Folge gesehen habt, die... Ja. Die dann halt kam. Am 28. Nee, am 27. Sorry. Ist ja schon nach 0 Uhr. So, klettern wir hier kurz hoch. Freundlicherweise viele Löcher hier drin. Zack. Aber die decken eigentlich gar nichts mehr auf. Das sind nur noch Checkpoints, ne? Oder Schnellreisepunkte. Oder ein bisschen decken sie vielleicht auf.
Aber nicht mehr so wie in Mörder Schatten oder Assassin's Creed. So. Guck mal, dass die Türme haben da. Oh, was denn hier? Eine rote Quest, Gefahr im Verzug. 35 übertreib halt. Ja, wieso ist denn hier jetzt ein Fragezeichen, oder? Ich meine, hallo? Das war da davon nicht. Wüsste ich. Warum ist da jetzt ein... Okay, jetzt reicht's. Komm her, kurz. So. Nein, so kurz. So kurz nochmal rüber. Das ist ein Konter. Ich kann dich sehen. Du bist tot. Okay, die wissen ziemlich genau, wo ich bin. Warum wirfst du dein Leben weg? Warum legt ihr euch mit so einer Keule an, ihr Idioten? Ich kann das Ziel treffen. Oh, let's go. Alter, bleib doch mal stehen, Mann. Alter, jetzt reicht's mir aber. Durch das ist, die rennen einfach so schnell weg, dass man sie nicht riecht. So, ich wollte ja zu den Fragezeichen. Die Keule finde ich schon nicht schlecht. Ich mag halt den R2 nicht so, also den RT. Wenn ich dann von der Axt hätte, geiler den starken Schlag, um halt die Verteidigung zu durchbrechen von Schildern. Aber hier parryt er dazu auch noch, was auch ziemlich nice ist. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Ist schon ziemlich nice und ist schon irgendwie, Not sure. Hier haben wir einen Schatz, alles klar. Hilf mir doch mal kurz dabei, den Schatz zu finden, bitte. Danke. Müssen wir nur kurz in diese Höhle hier. Jede Höhle bestimmt, ne? Eine neue Höhle. So. Hey, ich wieder zum Verkaufen. Sehr gut, hier haben wir was zum Lesen. Eine Opfergabe an Sachmet. Sachmet, wache über mich. Heute beginne ich die Reise, die ich mir lange erträumt habe, um unter den prachtvollsten aller Tiere zu leben. Ich schließe mich einem Rudel Löwen auf dem westlichen Hügel an. Möge meine neu entdeckte Familie stets beschützt sein. Ah, der ist tot. Was habe ich bekommen? Der ist sehr, sehr tot. Definitiv. Sehr, 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 sehr tot. Da kommt ein Sandsturm. Wo? Ah, da. Easy. Sandsturm ist ziemlich nice. Ziemlich nice anzusehen. Das war noch eine Ptolemäus-Statue. Wo kommen die denn her auf einmal alle? Machen wir zuerst Ptolemäus-Statue. Wobei, macht wahrscheinlich wenig Sinn, sich hier auf ein Kamel zu setzen. Wobei, doch. Kann man machen. Ich hatte nochmal wieder ein Pferd aus. Ich habe das Gefühl, die Pferde sind schneller. Vielleicht ist es noch. Was haben wir hier? Menes. Ewiger Ruhm. Wir reiten dann mal Menes. Boah, wow, haben wir mal kurz eine Ptolemäus-Statue zu Brei. Dann machen wir noch das andere Fragezeichen. Aber dann ist wirklich Schluss, ne? Müsst nicht immer so gierig sein, Leute. Der Tonaussetzer. Achso, ja klar, ich habe ja auch das Windows-Update jetzt. Oh. Seit kurzem. Alter, da geht's mit dem Schwert aber deutlich schneller. So. Das Kamel müsste ja eigentlich direkt verschwunden sein, ne? So, und jetzt reiten wir genau da hoch zu diesem Fragezeichen. So, dann haben wir es aber, ne?
ist jetzt nichts mehr aufgetaucht. Oder vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, keine Ahnung. Aber ich war echt der Meinung, das war vorher nicht da. I don't know. Oh. Jetzt los. Okay, Pferdchen. Eigentlich wollte ich unten lang, aber okay. Ist alt genug, um zu entscheiden. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da an der Backe hatte. Oder was jetzt hier auf mich wartet. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Entdecken mich aber, ne? Wenn ich nebenbei Seenot draußen hab. Da oben ist eigentlich gar keiner, ne? Außer der da hinten. Schatz war hier irgendwo. Ja, war der Schatz nicht hier irgendwo? Willst du mich verarschen? Siehst du, in dem Bogen muss man spannen. Den Jagdbogen muss man nicht mal spannen, also den Tierjagdbogen. Verflucht, nicht gut. Verflucht. Wo ist der Mörder? Geh doch hoch. Hey, wer? Natürlich. Natürlich hat er mich gesehen. Was war sonst? Er wurde ziemlich zerschmettert. Okay, Schatz plündern. Haben wir noch null. Aber der Schatz war doch. Der war doch hier draußen. Ah, jetzt auf einmal unten? Okay. So, dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen. Wo auch immer es hier reingeht. Sieht gut aus. Was fahren gerade die ganzen Güterzüge, ne? Das ist so ein Lärm. So, 5 Nebenquests. Easy. Ja, aber an dieser Stelle ist jetzt einfach mal Schluss. Wir reisen jetzt einfach mal zu irgendeinem Schnellreisepunkt hier. Wir reisen mal nach Alexandria. Zack. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal mit dem Bayek von Siva. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession von Assassin's Creed Origins. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Wie gesagt, ich werde noch für mich selbst entscheiden, ob das als Let's Play ein geeignetes Projekt ist. Und werde dementsprechend handeln. Das Schluck auf. Hüpf. So. Dann würde ich mal sagen. Jetzt habe ich gerade Gamepad weggelegt. Sollte ich nochmal auftauchen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed Origins und mit diesem schönen Ausblick hier verabschiede ich mich. Ciao, Ikowski. Tschüss.